Ja, servus, ich bin der Konsti, ich bin 18 Jahre alt und in meiner Freizeit fahre ich extrem gern Mähdrescher. Der Mähdrescher ist eigentlich so das Fahrzeug, was dafür verantwortlich ist, dass die Ernte eben eingefahren ist, worauf der Landwirt das ganze Jahr eben darauf hingearbeitet hat. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, bei der Ernte mit dabei zu sein und mitten im Geschehen drinnen zu sein. Also das Quietschen, was man da jetzt gehört hat, war jetzt das sogenannte Droschwerk. Das sind die ganzen Organe, die dafür sorgen im Mähdrescher, dass das Getreide geerntet wird. Das kommt dann vorne eben im Mähdrescher rein und die geernteten Körner landen dann da in den Bunker herinnen. Und das sieht man dann auch da in dem Fenster da recht schön an, wie die Körner rein. Das sieht man eben auch dann bei den Maisstoppeln da, wie der Mais eben so gesät ist. Und eben über diese Reihen wird eben da über so spezielle Ketten werden die Maispflanzen eben reingezogen, dann über die Querförderschnecke weiter eine über den Einzug ins Dreschsystem eine. Und im Dreschsystem ist dann eben eine sogenannte Dreschtrommel. Die dreht sich eben entsprechend schnell, die kann man von der Geschwindigkeit variieren. Und durch diese Dreschtrommel werden eben dann die Körner, wie zum Beispiel Maiskörner, Weizenkörner, Getreidekörner eben dann außergesiebt und außergedroschen. Und dann kommt es weiter, das Material kommt, dann wird dann von Stroh und Korn getrennt. Das Korn wandert dann auf in den Korntank und das Stroh fällt hinten aus dem Mähdrescher wieder außer. Weil beim Mähdreschen geht es ja darum, dass man quasi Pflanze vom Korn trennt und das Korn ist ja dann der Ertrag und die Ernte und das wird dann weiterverkauft und weiterverarbeitet und landet dann oben im Bunker drinnen. Ich habe ja mit meinem Maispflücker habe ich ja insgesamt 6 Maisreihen, die ich eben ernte. Und die 6 Maisreihen sind eben da auch abgebildet. Und wenn ich zum Beispiel nur 2 oder 3 Maisreihen eben ernte, dann schon eben da auf 2 Reihen oder 3 Reihen eben ein. Je nachdem, damit eben der Hektarzähler das korrekt mitzählt. Wie viel Mais kannst du jetzt da, wie viel passt da rein in den Korntank hinten? In den Korntank passen 8 Tonnen Mais rein, Körnermais. Das entspricht ungefähr einer Fläche von circa nicht ganz ein Hektar. Also nicht ganz ein Hektar kann ich ernten, der da in den Korntank in Mähdrescher rein passt. Truschwerk da eben das Innenleben vom Mähdrescher. Diese ganzen Teilriemen sind eben dazu da, dass eben das Truschwerk und die einzelnen Parameter und Variatoren eben angetrieben werden und dass eben das Getreide gedroschen werden kann. Also steckt irrsinnig viel Technik dahinter. Aber das macht natürlich auch Spaß, wenn man da auf der großen Hechen da oben sitzt und man vorne schaut auf die ganzen Autos und so runter und dass dann die Ernte eben Getreide oder wie Mais, was der Mähdrescher eben erntet, dass das dann weiter verarbeitet wird zu Lebensmitteln. Das ist einfach ein schönes Gefühl.